Also das Coronavirus, das beschäftigt viele Menschen natürlich auch heute noch. Viele Menschen nehmen es aber auch zum Anlass für ein Tattoo. Ja, zum Beispiel ein Coronavirus-Tattoo oder wie auch immer. Also drei Menschen haben wir getroffen, die die Zeit der Krise auf ihrem Körper verewigen lassen wollen. Einfach weil das ja auch eine Zeit ist, die uns alle wahrscheinlich für immer, bis an unser Lebensende im Gedächtnis bleiben wird. Außer es geht nächstes Jahr von neuem los. Oh, bitte nicht, bitte, bitte nicht. Aber meine, dann hätten Sie das Tattoo schon. Genau hier soll es hin, das Virus. Naja gut, genauer das Tattoo mit dem Symbol des Virus. So hatte Steven Osburg aus Düsseldorf nach reiflicher Überlegung für sein linkes Schienbein beschlossen. Was er damit sich und allen anderen bewusst machen will, wir sollten uns auch in sorgenfreien Zeiten immer vor Augen führen, wie gut es uns meistens geht. Deswegen kommt dieses Tattoo jetzt, um mich daran zu erinnern, dass das mal ein Abschnitt war in meinem Leben, wo man wirklich mal drüber nachdenkt, was man eigentlich normalerweise im Leben hat und was man machen kann, was man für Freiheiten hat, wenn die einem auf einmal weggenommen werden. Als Security-Angestellter hat Steven beruflich mit vielen Unbekannten Kontakt. Dann musste der Türsteher als Risikopatient in den Lockdown, weil er nach einem Leistenbruch 14 Operationen durchstehen musste. Dass er nun auch die Krise bis heute ohne Infektion überstanden hat, macht ihn glücklich. Aber manchmal daheim vor seinem Fernseher auch fassungslos. Wenn man dann natürlich dann sieht, wie jetzt vor 14 Tagen so eine Demo mit 20.000 Leuten, wo sich großartig keiner an die Regeln gehalten hat. Für die Sache super, aber natürlich jetzt im Endeffekt für Leute wie mich ist es natürlich ein Schlag ins Gesicht, wo man dann sagt, okay, scheiße, da könnte noch mal was kommen bei so vielen Leuten. Und so sieht Steven sein für alle gut sichtbares Virus-Tattoo auch als Appell an die Vernunft aller, denen das Risiko offenbar weniger bewusst ist. Der Kölner mit griechischen Wurzeln, Eleftherios Mavros, gehört nicht dazu. Auch er lässt sich ein spezielles Symbol stechen, weil er, wie er es nennt, den beruflichen Kampf gegen das Virus aufnehmen will. Der Moderator hatte lange keine Aufträge mehr und lebt aktuell nur von Rücklagen. Sein Tattoo? Ein Sparta-Helm plus Mikrofon im Kampf mit dem Schriftzug "Komm doch, Corona". Ich möchte mit meinem Corona-Tattoo mir vor allem Motivation geben, um weiterzumachen und zu kämpfen, weil es gibt auch noch viel schlimmere Sachen als nur Corona. Und gerade in der heutigen Zeit. Und da hat man dann so einen Punkt, wo man sagen kann, schau mal drauf, pack dich am eigenen Schopfe und guck, dass du aus dem Schlamassel rauskommst. Und Mavros wäre in seinem Job nicht so erfolgreich, wenn er nicht ein positiv denkender Typ wäre. Und so freut sich der 50-Jährige jetzt schon auch auf die bleibende Wirkung seines Tattoos. Auf zufällige Bekanntschaften, selbst in ferner Zukunft. Wenn mich jetzt einer fragt, was ist denn das für ein Tattoo, was hat das mit Corona zu tun, dann mache ich ihm da eben die Tür auf und vor allem diese Verbindung zwischen der griechischen Mythologie und der Geschichte und Corona, das passt so ein bisschen, hat man schon was zu erzählen. Spätestens irgendwann mal auf der Bar, wenn man diese Maske nicht mehr braucht. Und so wird wohl nicht nur der Kölner mit den griechischen Wurzeln selbst noch lange Freude an seinem Helm- und mikrobesiegen Virus-Tattoo haben. Ähnlich kämpferisch gibt sich Philipp Kolbe aus Düsseldorf. Den Heil- und Erziehungspfleger ärgert der gerade hochaktuelle Begriff systemrelevant. Er will mit seinem Tattoo das Schubladendenken bekämpfen und mit einem Augenzwinkern. Also es ist schon ein bisschen Ironie, eine große Schippe mit dabei, wo es halt mit dieser ganzen Corona-Geschichte losging, hieß es dann, wer ist systemrelevant, wer nicht, auf wen sind wir wirklich angewiesen. Altenpfleger waren immer groß im Gespräch, halt klar, Polizei, Rettungsdienste, Feuerwehr, Krankenhauspersonal und ja, nach und nach kam dann halt auch die Kassiererin bei DM, wie der Busfahrer, der Bäcker, der Friseur. Also letztendlich sind alle irgendwo systemrelevant. Der Begriff selbst allerdings, auch nur eine aus der Not geborene Bezeichnung, genutzt von Verantwortlichen, die selbst auch eine Hauptlast der Krise tragen. Risikopatient Steven Osburg will deswegen nach Ende seiner langen Quarantäne mit seinem Virus-Tattoo genau darauf hinweisen. Positiv denken ist das Wichtigste. Die Gedanken werden mir, glaube ich, durch den Kopf gehen. Was war das für eine schreckliche Zeit, die ich hatte? Nicht jetzt nur auch mit den OPs und alles, sondern auch die Zeit zu Hause. Dass man das alles wertschätzt, wirklich, was man hat. Und dabei sollen eben genau die speziellen Tattoos dieser speziellen Zeit helfen.
auch wenn längst alles wieder blendend läuft. Ich wünsche dir noch was.